Weil die sind alle gleich blöd und denken, ich muss jemanden ganz besonderen verteidigen. Ja, ist ja nicht unerlaubt. Also wir müssen uns dann aber auf alle spezialisieren. Moment, ja, der kümmert sich ja oder versucht zumindest. Und er kann ja nichts dafür, dass er nicht genommen wird, oder? Ist mir egal. Wir reden gerade über jeden, wir diskriminieren jeden. Na, Aga ist ja leider arbeitslos und er sucht ja auch wie ein Blöder und bewerbt sich wie blöd, aber kein Arbeitgeber will ihn nehmen. Er hat nicht genommen in seiner geilen Arbeit, wo er hin wollte. Doch, nein, noch bin ich ja nicht so weit fertig. Noch ist ja kein Urteil gefällt worden. Oh Mann. Ja, komm, wirklich nicht genommen. Genau, langhaarige Bobbys werden nicht genommen. Wie heißt der neue? In einer Firma, wo ich schon mal aufgenommen wurde, ist schon sehr genial. Franziskus. Ja, bei mir geht langsam auf die Frame hier drunter. Oh, warte mal. Marcel, bleib mal stehen. Oh, Marcel. Warte, ich kümmere mich ja schon drum. Na, Franziskus ist ein cooler Name, oder? Ja, aber wirklich, ey. Ein schwuler Papst. Ja, ist er wahrscheinlich auch. Fickt wahrscheinlich dreijährige Kinder oder so. Holt sich jeden Tag eins rein. Das ist ja sowieso der Hammer. Die Kirche hat jetzt das Mindestschutzalter auf 1200 gesetzt. Alter, die sind doch nicht. Boah. Weißt du, einfach nur eine Bombe reinwerfen ist mein Prinzip. Naja, ist doch so. Mehr haben sich verdient, also den Tod. Pädophilen, schwulen Papst. Ja. Marcel, du sollst die Challenge machen. Oder hast du es geschafft? Mach ich doch. Warum ist hier Feuerwerk? Hä? Bist du auf der Druckplatte gelandet? The fuck? Hier sind immer noch 1000 Hühner. Ja, die sterben schon. Mach die Schäfer weg. Wo sind sie denn? Ah, weißt du? Warte. Du musst es hier unbedingt runterlassen. Ich muss das hier. Ja, warte, dann warte, bis sie auf dem Boden sind. Da kann ich sie leichter killen. Dann siehst du, da haben wir gleich wieder diskriminiert zu Hühnern sein. Ich kann unterleiden, dass du so ein Hässler bist. Wisst ihr, dass ich die Deutsche Bahn immer noch hasse? Wieso? Was hast du denn gemacht? Diese Schiebetüren, wo du auf den Knopf drücken musst, dass die aufgehen, gell? Ja. Bist du blöd, da drauf zu drücken, oder was? Nee, ich hab drauf gedrückt, aber die Tür war schon auf. Oh. Ja, und dann geht's wieder zu. Nee, die hängen. Deswegen hab ich immer so auf den Knopf gedrückt. Nee, die geht aber irgendwann wieder zu. Also wenn du auf den Knopf drückst, gehst du normal, also sofort zu. Ach so. Und dann saß daneben einer, du, die Tür ist offen. Ich so. Verdammt, danke. Einfach schlimmer sind die Türen, die keinen Knopf haben, sondern so einen Griff, den du aufschieben musst. Und du dann davor stehst, versuchst diese Tür mit dem Druck zu. Hä, warum geht das nicht? So, suchst den Knopf, wie blöder, dann machst du die auf, weißt du? Und dann kommt eine Kurve. Gerade von der deutschen Bahn gefahren. Ja, genau. Ja. Dann kommt eine Kurve und die Tür geht, weil halt wegen Fliehkräften geht's halt wieder zu. Und du wirst dann total von dem Ding eng gequetscht. Vor allem noch damit Gepäck von einem Festival, wo du halt wirklich drei Schlafsäcke, noch so einen Scheiß, so eine Tasche mit mir rumschleppst und ein Zelt und du dann diese Tür festhängst und dich alle blöd angucken, was machen wir da? So, dann stehst du fünf Minuten diese Tür und versuchst sie zu öffnen. Ja. Es steht übrigens so eine Deutsche Reichsbahn in Neudietendorf. Wenn du da durchfährst, steht da wirklich eine rum. Steht ganz groß auf Deutsche Reichsbahn. Marcel, du kannst da echt Deutsch rauschen. Ja, wenn ich es euch sage. Achso, mir glaubt man ja nicht mehr. Nee, du bist ja auch Jude. Im deutschen Volker. Jetzt hättest du noch hören müssen, so. Was? Oh, warte mal, jetzt kann ich gleich mal meine Kanne leer machen, ja. Na, das passt da rein, das passt da rein, das passt rein. Ja, wunderbar. Oh, Sepp, ey, das ist doch alles nur deine Schuld. Alles ja, ist nur deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es ist nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Wisst ihr, wenn Sepp nicht geboren wäre. Ja. Dann wären wir niemals auf das. Ja, ich weiß. Dann wäre Deutschland das größte. Oh Gott, ich muss aufhören. Da würden sie in Frankreich heute Deutsch sprechen. Hä? Mann. Da würden die Amis Deutsch sprechen, so hätte ich sagen müssen. Es wäre aber irgendwie praktisch, wenn die Weltsprache eine wäre, weißt du, wenn wirklich nur eine Sprache gäbe, wie Englisch oder so. Ach, warte mal, ich muss noch ein paar Sachen einstellen. Ich habe so Angst, dass die Deutschen Russland angreifen. Was? Wieso haben die Franzosen Angst, dass Deutschland Russland angreift? Keine Ahnung. Weil sie Anlaufen bei Paris nehmen. Ich hab jetzt Paris. Also Felix, nochmal für dich, ja? Warum haben die Franzosen Angst, dass die Deutschen anfangen, gegen Russland Krieg zu führen? Wegen? Weil sie Anlaufen in Paris nehmen. Weil sie Paris nehmen? Weil sie Anlauf in Paris nehmen. Ach so. Wie viele Mauer draufland, um Paris zu verteidigen? Hat von euch zwei, ich hab kein Fenster offen. Autos vorbei. Also ich hab ein Fenster offen, aber es fahren im Moment keine Autos.
Ey Leute! Ja, man hat gerade richtig. Aber ich mach's mal besser zu. Wie viele Männer genau braucht man in Paris zu verteidigen? Ein. Keine Ahnung, ich hab's ja noch nie ausprobiert. Wo hast du diese flachen Witze her, mal wieder? So. Ja, gestern war ich auf der Messe in Frankfurt, gell? Und mein Bruder und ich, wir haben uns über Chinook und Franzosen ausgelassen, gell? Weil, Franzosen, wir uns ist aufgefallen, dass die Franzosen sich, also, ich erkläre das jetzt, okay? Die Geschichte war so. In unserer Schule kamen Franzosen, gell? Austausch. Ja, das ist ja normal. Und unsere Cafeteria-Typin war gerade unten im Foyer und hat mit der französischen Lehrerin gesprochen. Und auf einmal kamen die französischen Vents da rein. Was ist denn ein Lagometer, Marcel? Und schreien Heil Hitler. Ach du Scheiße, Alter. Ja, die Franzosen sind überhaupt nicht voreingenommen. Das ist echt total krass, wie die einfach allen Scheiß raushauen. Jetzt geht's richtig los. Und die sagt dann so, Leute wie euch hat mit Auschwitz gebaut. Alter. Was hat die gesagt? Krass, ey. Was hat die gesagt? Für Leute wie euch hat man Auschwitz gebaut. Was macht denn, Marcel, erklär mir mal ein paar Sachen von der 1.5. Was macht denn der Dropper? Ja, mach ich gleich. Das erklär ich dir jetzt nicht. Oh. Hm. Aber vor mir saßen ja auch zwei Französinnen. Natürlich, gegen die Französinnen ist ja nichts einzuwenden. Und ist euch schon mal aufgefallen, ich mein, wie schwul die Sprache von denen ist? Boah, ey, das geht mir langsam auf den Sack. Ich hab mal Luft dazwischen. Die haben gelabert und gelabert. Ich war froh, dass ich meine Musik reingemacht hab. Ja, die Sprache von denen ist auch so richtig schwul. Wie hat's jetzt eine Frau erfunden? Schwul, weil sie Frau erfunden hat, das ergibt irgendwie keinen Zusammenhang für mich. Doch. Ist okay. So weit, ich weiß nicht. Ich bin schwul. Und dann war ja das Herz auf der Messe. Tu ich gar nicht. Ach Mann, jetzt werd doch mal fertig, ich will weitermachen. Auf der Messe war ja, gell, überall waren Schilder mit nicht fotografieren. Hm, die haben fotografiert. Was machen die Chinookel? Laufen mit ihren, was, Chinookel? Mit ihren iPads. Und mit ihren Fotokameraden hier, so übelste HD-Kameras rum. Aber auf welcher Messe warst du denn? Alles. Frankfurter Messe. Was ist da? Was war das für eine Messe? Das war so eine Handwerksmesse. Achso, ich dachte schon Buchmesse, da wollte ich eigentlich hin. Und sowas wie die Venus in Berlin. Oh, fick dich. Ich wollte ja eigentlich zur Buchmesse, aber ich hab's verpasst. Ich hab viel zu spät dran gedacht. Buchmesse hat ein Kumpel von mir, er war dort mit erzählt. Und wie war's? Cool gewesen. Ja, es ist jedes Mal echt geil, aber ich vergesse jedes Mal Karten zu bestellen. Und dann stelle ich fest, oh fuck, es ist schon Buchmesse gewesen. Ja, geh ruhig zu Venus. Was denn? Nächste Gamescom, alles klar. Interessiert mich eigentlich nicht wirklich, aber ja. Aber Gamescom ist immer genau dann, wenn Summer Breeze ist, Felix. Es wird also nix. Ach so. Hm. Und Summer Breeze finde ich wichtiger. Ja, wollte ich gerade sagen, Summer Breeze geht vor. Hä, wieso? Weil Summer Breeze einfach geil ist. Nein, die Gamescom ist nicht genau bei Summer Breeze. Doch, das ist, also beim letzten Jahr war es so. Aber dieses Jahr ist es nicht so. Na, vielleicht können wir hin, aber es kommt auch drauf an, weil... Summer Breeze? Wann ist denn Summer Breeze? 16. bis, nee, 14. bis 16. oder 17. Nee, ja, Quatsch, 15, 16. bis 18. Ach, keine Ahnung. Die Gamescom dieses Jahr ist. Was? Wenn die Gamescom ist. Ja, vielleicht können wir ja hin, aber... Gesagt, die das mal, dann können wir ja vielleicht, wenn es genug dann gibt, auch ein Fan-Treffen machen. Ui. Ja, nein. Wegen 1000 Abonnenten wahrscheinlich ein Mann, ne? Ja, genau. Oh mein Gott, die sind da! Alle gucken, wer wird denn? Oh mein Gott! Ja, nein. Oh, welcher Bobby schlägt? Oh, du bist so ein Babbo, Junge. Babbo? Ich weiß. Babbo. Ich weiß, dass ich Babos bin hier. Babbo, nicht Babos. Babos. Ja, sagt doch Schabos, wissen wir. Boah, Babos. Seid ihr denn schlecht oder was? Es ist doch wohl nicht so schwer hier durchzu. Oh Gott. Deine Mutter. Fremdschämen. Der Block ist so klitschig, man weiß, was Sepp da drauf gemacht hat. Ja, das willst du auch gar nicht wissen, was ich da gemacht hab. Sepp ist bestimmt zu Hause und Franzose. Ja. Warum war ich Chinookel? Ja, keine Ahnung. Du bist einfach Chinookel, weiß nicht. Moment, ich bin Franzose, weil ich Chinookel bin, das verstehe ich gerade nicht. Ja. Ey, wisst ihr ja schon mit Nordkorea? Was war? War ja, da nicht irgendwas? Ja, genau. Alter, ich hab mich kaputt gelacht. Oh fuck, das hätte vielleicht nicht machen sollen. Voll süß. So ein kleines Pimmelland droht Amerika in atomaren Erstfall. Ich hab mich kaputt gefeiert. Wir sitzen hier in Deutschland auf unseren Campingstühlen und sehen, wie die Welt erleuchtet wird. Bei den Campingstühlen. Das Schöne ist ja, China wird sicherlich seinen kommunistischen Freunden in Nordkorea helfen
Und dann kann Amerika und die NATO noch schön China niederweisen. Nee, da gibt's einen ganzen Fettfleck auf der Landkarte, das kannst du auch wieder nicht machen. Ein Fettfleck? Ach so, ja. Ja, aber guck doch mal, da sind so viele Plagiate und Raubkopien in der Wirtschaft weg. Aber dann verliert der Zoll seine Arbeitsplätze. Nee, das kann man nicht machen. Ach, apropos Plagiate und so weiter. GEMA hat ja mal wieder den Vogel abgeschossen. Weißt du, die wollen jetzt schon den Musikern ihre eigene Musik verbieten. Also die wollen von den Musikern auf ihren eigenen Konzerten Geld verlangen. Bitte? Ja, da haben die es nicht mehr. Die merken doch selbst nicht mehr, dass sie sich selbst im Weg stehen. Die wollen immer mehr Geld haben. Ich verstehe aber nicht den Sinn dahinter. Ja. Ich meine, es ist ja verständlich, dass sie die Urheber schützen wollen, aber es ergibt in meinen Augen manchmal keinen Sinn, wenn sie von den Urhebern selbst verlangen, dass sie für ihre eigene Musik Geld verlangen. Alle großen YouTuber an. Die sollen jetzt gegen GEMA vorgehen. Ach, das nützt nichts mehr, das bringt nichts. Das kannst du vergessen, das nützt überhaupt nichts. Das kann man noch stoppen. Das kannst du nicht mehr stoppen. Nein, das Urheberrechtsgesetz, das ist so weit ausgeklügelt, dass die Regierung da auch nichts mehr machen kann. Wir machen Widerstand, gehen zum Europäischen Gerichtshof, verklagen Deutschland wegen der GEMA. Also da ist in Ordnung. Das ganze Ding jetzt raus. Wir machen piep, 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 dann piep, piep, piep. Ja, genau. Fick dich, ich mach's selbst. Du nimmst auf. Ja, und? Gib ich dir die Aufnahme? Ach man, Leute, ihr seid doch so schlecht. Wir sind jetzt selber in unseren Let's Plays. Naja, uns wurde ja angeboten von Leuten, ja, hier, wir machen Musik, wollt ihr, wenn ihr Lust habt, könnt ihr das in euren Let's Play verwenden, finde ich schon richtig geil, dass uns Leute anschreiben, deswegen. Boah, das ist übelst. Aber, ja, auf jeden Fall, ich habe mir das auch mal angehört, ist ja vom Grund auf nicht schlecht, nur gefällt mir ihre Musikmischung nicht. Also, das Schlagzeug hat überhaupt keinen Bass oder irgendwas, das ist ein bisschen blöd, aber es liegt halt daran, weil sie nicht in einem Tonstudio aufnehmen können. Ist halt so. Ja, aber die ist einfach super nett von den Leuten, weißt du? Die kennen uns halt auch nur durch ein paar Videos. Hat gesagt, oh ja, es hat mir gefallen, dass ihr da Musik verwendet. Wollt ihr vielleicht uns verwenden? Die wollen es ja so machen, dass es lizenzfrei ist. Aber das Problem ist, du kannst keine Musik lizenzfrei machen. Das ist leider nicht möglich. Somit kann man die GEMA umgehen und sie richtig hart nehmen. Ja, die werden trotzdem irgendeinen Vorwand finden. Das ist trotzdem geklaut. Ach. Party hat. Ja, ich meine, vielleicht können wir es ja in Baradu verwenden. Fragen wir sie mal, ob wir das bald bekommen und dann schauen wir mal. Let's Save müssen wir noch machen, unbedingt. Ach so, ich habe jetzt gedacht, ich habe was verpasst. Ah, Felix, gell? Denkst du, Baradu ist die letzte Schlacht? Nee, ich finde die Idee ganz schlecht von dir. Das ist bestimmt geil, ne? Er hat die Idee, das noch mit unseren Custom Maps zu machen. Also, dass wir da auch Let's Save in unseren Maps in Nether und so weiter machen. Bestimmt geil. Wenn wir schon keine Entscheidungsschlacht machen, müssen wir trotzdem. Ja, vor allem, weil unsere Netherfestung ja so fucking episch ist. Ja. Und dann meine auch! Lol, das 100 Grad von mir ein Ei gedroppt. Süß. Oh, was laggt gerade bei mir? Ne, ich hab nicht mehr was laggen können. Auch. Sepp, ey, das ist schlimm. Ich mach doch gar nichts. Das ist ein richtiger Swartburg. Burg. Das klingt wie, als ob jemand kotzen würde. Es war. Das war Sepp. Das haben wir alle gesehen. Hm. Ja, Felix. Ich hab gerade getrunken. Ich hab gerade getrunken, du Penner. Alter, was seid ihr denn? Das war ich jetzt. Ey! Ja, und Island im Wasser. Leuvo. Hä? Es lädt! Ich sehe Marcel nicht mal! Wo ist denn hier Wasser auf dem Boden? Hä? Jetzt sehe ich ihn! Komm ran auf den Meter! Komm! Auseinander! Geht ja auseinander! Oh, das ist ja Nachtsichttrank! Ups! Oh, ihr seid doch so ein paar Babos! Ich habe mich gerade mit Nachtsichttränken beworfen, war ich nicht super? Was? Oh, guck mal! Guck mal, der Felix! Da liegt ein Diamantschwert rum, das schnapp ich mir gleich mal. Hey, wer hat ein Diamantschwert? Der Tourist, ja jeweils geil. Wer hat denn hier ein Diamantschwert? Hey, hier ist eine Truhe. Wie geil ist, hier ist eine Truhe, oh mein Gott. Och ja, und ich fall wieder in eine. Och, wer droppt denn hier auch Wasser? Jo, hier ist ein verzauberter Bogen und ein geiles Schwert drin. Krass. Das nehme ich mir gleich mal. Wie hier überall die Tintensäcke liegen, Alter. Ich hab ganz viele Feuerwerkskörper gefunden. Hallo, geht der... Was ist denn, lass die mal, wo immer die hast. Ich hab die nicht gefunden, nein. Na, warum geht denn der Regen noch weiter? Mann. Wer macht denn Regen weg? Ja, ich hab doch schon, aber das geht nicht weg. Lol, mach's halt nochmal.
warte, ich mach raus. What the fuck? Bei mir geht's hier gerade voll Disco. Achso, ist die